Herzlich willkommen zum Gemüsepfannen-Podcast und zum zweiten Teil von Y-Kollektiv. Das ist alles harte Arbeit. TikTok gegen rechtsextrem. Und damit auch hallo Tomate. Jo, hallo Arti und hallo junges Gemüse. Ich hab Bock, der erste Teil hat schon ziemlich Spaß gemacht und wir legen direkt los. Maggie hat Mut, sich dem auszusetzen. Bei meinen Recherchen bemerke ich viel mehr Zurückhaltung. Selbst einige, die sich auf unseren Y-Kollektiv-Aufruf gemeldet haben, wollen später doch nicht mehr vor die Kamera. Und wir sind in Berlin. Immer noch. Okay, jetzt sind wir, glaube ich, wieder in Gera oder das andere Kaff. Ich habe es immer noch eine. Also nochmal, die bringen hier überhaupt keine guten Beispiele für diese angebliche rechte Bedrohungslage. Also vor uns, was wir vor ein paar Minuten hier gesehen haben, vielleicht kurz erklären, diese Maggie, die jetzt mit der hier eingestiegen ist, das ist so eine TikTokerin, die macht hier Clips gegen rechts und unter anderem auch für Fridays for Future. Und die einzige Bedrohungslage war, dass sie von Miro von Unblocked mal erwähnt wurde. Und Oh der halt mein gesagt Gott. hat, ja, die und die, die Magdalena Hess oder wie sie hieß, glaube ich. Ich glaube, so hieß sie, die macht auch TikToks gegen rechts und auch für Fridays for Future und das war's. Das ist so ein Ausschnitt hat man gezeigt. Sie könnte nicht mal sagen, nee, das mache ich nicht, weil das ist ja das, was sie macht. Also. Ja, aber ich meine, wo ist das jetzt eine Bedrohung? Ja, gar Also, nicht, dass ja. einfach jemand sich hinstellt und sagt, ja, die macht TikTok gegen rechts. Ich meine, das macht sie doch offensichtlich. Der Applaus aus der falschen Ecke. Ocean Hale Ja. hat sofort eingewilligt. Wir sind auf Alter, der heißt Ocean Hill? Ja. dem Weg ins Treibhaus. Der Verein im sächsischen Döbeln betreibt seit 23 Jahren offene Jugendarbeit. Hier hat sich Ocean sozialisiert. Heute treffen sich die bunten Perlen und planen neue Aktionen. Oh, das ist ja fast wegen Überfüllung geschlossen. Wir feiern die Demokratie, wir feiern, dass wir wählen gehen können überhaupt und dürfen das. Ich kann diesen Satz nicht mehr hören, ne. Naja, wenn wir wählen können und dürfen, darf ich dann AfD wählen? Nein. Habe ich allerdings gesehen, dass da in Leipzig mal wieder eine Großdemo Ja, angemeldet ist. Aber ist scheißegal, ganz ehrlich, wir wir können uns hatten ja nicht schon dauern. mal die solidarische Vernetzung geschrieben. Das, ja, und da hatten wir ja schon bei in der solidarischen Vernetzung gesagt, hier, es wäre cool, wenn wir so einen Aktionstag mal im ländlichen Raum machen. Ist halt ärgerlich, wenn das dann immer. Machen sie nicht, nee, Leipzig ist halt immer wichtiger, die, egal. Sie sind frustriert, weil aus den Großstädten nur selten jemand kommt. Auch ich gehe meistens eher zu Demos bei mir um die Ecke. Ich bin gemutet. Ja, Klassiker. das ist ja wirklich so ein Punkt. Also, es geht halt lieber in die Wohlfühlregion. Auch zu Demos, na klar. Ich meine, warum sollte ich jetzt in einen kleinen Ort wie Waldheim gehen, um politisch zu demonstrieren? Gut, und das ist vielleicht auch nochmal ein interessantes Links-Rechts-Problem, könnte ich mir vorstellen. Weil, also zumindest jetzt gerade bei, ich kann jetzt nur für uns in Sachsen sprechen. Da unter den Rechten, jetzt solche Montagsspaziergänge, die gibt es halt überall. In jedem kleinen Nest, weißt du, hast du halt Montagsspaziergänge, weil halt die Leute einfach Bock haben, weil die halt einfach auf die Straße gehen. Auf der linken Seite ist es ein bisschen anders. Die Leute brauchen halt irgendwie immer einen Anreiz. Wir haben das zum Beispiel bei den Toten Hosen im Zusammenhang mit Chemnitz schon thematisiert. Da brauchst du halt so eine Wir sind mehr Demo vielleicht, wo halt was Besonderes ist. Weißt du, da muss ein besonders großer Redner sein oder musst du vielleicht eine Band am besten noch spielen oder halt wirklich eine größere Demo sein. Dann ziehst du die Leute. Aber jetzt von alleine ist halt eben nicht jede Woche irgendwo in Waldheim eine linke Demo. Weißt du, also Ja. ohne dass es eine Gegendemo wäre. Die gehen dann ja einfach so lang jede Woche und demonstrieren für das und das. Ja, warum machen sie es nicht? Ganz ehrlich, weil die ja schon an der Wogegen Macht denn? sind. Ja. Ja, wo ging denn? Die sind ja schon an der Macht. Wofür soll denn der stinknormale linke Waldheimer auf die Straße gehen? Wofür? Noch mehr Also, Zuzug. und ich meine jetzt explizit, wofür und nicht wogegen. Also, klar, wenn die sich da hinstellen und gegen die rechte Demo sind, das machen die noch, aber wofür würden die auf die Straße gehen wollen? Also ganz thematisch, inhaltlich, ernsthaft, ich sehe es nicht. Ich Fällt mir nichts ein. würde vielleicht noch so klischeemäßig einwerfen, dass sie irgendwo vielleicht auch, das klingt jetzt hart, aber faul sind. Natürlich. Also, wenn ich das jetzt mit den Spaziergängen vergleiche, die laufen jetzt seit Jahren, seit 5 Jahren, laufen die durch die Kante und das ist mittlerweile wirklich ja, ein Selbstläufer geworden. Ne? Ja. Obwohl man ja wirklich sagen muss, also da geht es wieder rauf noch runter mit den Leuten, die da mitlaufen, von den Zahlen her. Ja, das ist so der harte Kern. Aber es sind halt ein paar hundert und die laufen da halt immer lang, wie so eine Tradition. Ja, das Und ist interessant was tatsächlich. Vergleichbares habe ich auf linker Seite einfach nicht Ja. gesehen.
Ja, das ist tatsächlich interessant, weil du das ansprichst, die Teilnehmerzahlen. Also die sind halt konstant. Also die sind klein, diese Spaziergänge. Also zu Corona-Zeiten waren die groß, aber jetzt zur Zeit die Montagsspaziergänge. Aber trotzdem bleiben die halt bestehen. Dieselben Leute gehen halt immer und immer und immer wieder dahin, um sich Luft zu machen. Ja, ich meine, ja, also man muss sagen, bei Corona, viele sind dann halt auch müde geworden tatsächlich. Und das Thema war ja irgendwie auch durch. Uns eingeschlossen wahrscheinlich. Ja, definitiv. Wir waren ja auch bei Montags-Corona-Demos nämlich dabei, kurz zur Erklärung. Und ja, später kamen dann mehr Themen wie Ukraine und so. Und da sind wir dann auch nicht mehr so hin. Ja. Zumal, also man muss ja wirklich sagen, also es war teilweise dann dreimal die Woche da irgendwelche Kilometer noch reisen nach der Arbeit. Das schlaucht halt schon. Ja, ja, zu Corona-Zeiten auf jeden Fall. Wenn da die Themenverschiebung stattfindet in eine Richtung, die du nicht magst, ja, dann überlegst du es dir halt dreimal, ob du da noch hingehst oder nicht. Ja. Das ist klar. Aber nichtsdestotrotz, also ich sehe diesen Durchhaltewillen nicht auf der anderen Seite. Bestes Beispiel war jetzt ja diese nie wieder, weil die AfD nach dem Potsdam-Treffen und da war erstes Wochenende waren da 10.000 in irgendeinem Kaff, dann waren 1.000, dann waren 100 und dann war es tot. Genau. Ja. Und das ist genau das Phänomen, was ich meine. Die brauchen halt irgendwie eine große Anfeuerung, dass halt alle, also die mussten so ein Aufgebot fahren, alle Parteien, alle Medien haben dazu aufgerufen, diese Demos daran teilzunehmen. So, und dann war es halt vorbei. Also die müssen halt übelste Aufwände kreieren, um massenhaft Leute auf die Straße zu bringen. Ich weiß noch, das ist wieder so mein Faible. Bei der Zeit gab es sogar eine interaktive Deutschlandkarte. Wo wird dieses Wochenende demonstriert? Die gibt's nicht mehr, die Karte. Ja, wahrscheinlich. Was ist da passiert? Was ist da passiert? Und eine Montagsdemo-Karte könnte man easy machen, wo wird am Montag demonstriert. Ich meine, dazu braucht man einfach nur auf den Telegram-Kanal der Freien Sachsen gehen. Die posten zum Beispiel jeden Montag oder Sonntagabend immer, ja, am Montag sind folgende Demos in folgenden Städten und so weiter. Da hätte man das schon mal für Sachsen. Und da muss man konstatieren, auf den Käffern ist es halt wirklich so, wie du beschrieben hast, das ist für die Leute was, wo die hingehen. Weil es, ja, ne? Fast so eine Art Volksfeststimmung herrscht da. Ja. In den Städten, naja, ne, aber ja, auf den Dörfern, da geht's auch. Ja, und das auf linker Seite halt nicht. Ah gut, jetzt haben wir lange gelabert. Die werden das Problem jetzt auch selber erklären. Natürlich ist das ein cooles Gefühl, mit 30.000 Leuten zusammen auf der Straße zu stehen. Das ist was anderes, mit 200 Leuten, 300 Nazis gegenüberzustehen. Aber ich finde es schon krass, dass die uns im Hinterland so alleine lassen. Bist du sicher, dass ihr 200 seid, wenn die Montagsteilnehmer 300 sind? Also ich denke mal, da hast du jetzt in den Zahlen ein bisschen hoch gepokert, ganz ehrlich. Ja, pass auf, wir geben dem das, alles cool. Aber punktuell, es war bestimmt einmal so, aber bestimmt nicht regelmäßig, dass die regelmäßig 200 gegen 300 sind, das glaube ich nicht. Ich finde es schön, dass er jetzt so diese Manöverkritik macht. So. Ja, auf jeden Fall, das ist gut. Alle, die hier sind, engagieren sich in mehreren Bündnissen, nach der Arbeit, am Wochenende. Wir bringen unsere Materialien mit, also das sind Schilder, wir haben unseren Button an, wir stehen einfach mit da, um zu zeigen halt das, was hier getan wird, wir sind für den Erhalt der Demokratie, das, was wir tun, wir unterstützen doch halt in dem Moment. Wir sind doch auch für Demokratie, wir wollen sogar direkte Demokratie, wir von der AfD. Das Schlimme ist, die kriegen halt unser Steuergeld, ne? Ja. Um gegen uns zu arbeiten. Und wir haben richtig die Aussagen dazu, dass wir als Omas gegen Rechtsdöbeln radikal sind. Ocean hieß früher anders. Aha. Hat sich diesen genderneutralen Namen selbst gegeben, um... Oh, was? Gottes Willen! Um Gottes Willen, was ist denn los? Das hätte ich tatsächlich nicht gedacht bei dem, weil er offensichtlich sehr männlich ist. Ich habe halt gedacht, das ist halt irgend so ein Pseudonym halt. Okay, alles cool. Ja, dachte ich auch. Ocean, was zum Fick? Okay. Ocean 11 hier, der Bankbau, pass auf. Er hat Ideologie durchgespielt. Ocean leitet die queere Gruppe im Treibhaus und hat zweimal den Er ist eine wunderschöne Frau. Ja, geil. Christopher Street Day in Döbeln mitorganisiert. Zweimal wurde kurz vorher in der Innenstadt Buttersäure verteilt. Ey, ernsthaft? Also ich komme irgendwie immer zum Lord, zum Drachenlord. Das ist wahrscheinlich auch so ein Drachenlord-Typ. Er ist halt so bi, weil er kriegt da irgendwen ab. Vielleicht vorher schreibt er auch Romane, man weiß es nicht. Ja. Was halt einfach nicht bloß ein total unangenehmer Geruch ist, sondern den Leuten wird halt über Zeit einfach schlecht. Du kriegst Kopfschmerzen und sowas. Und beim ersten CSD gab es eine Gegendemo der NPD unter dem Namen Aus Anne wird Frank. Das ist ja krank, also nicht bloß queerfeindlich, sondern auch ganz klar antisemitisch. Und gerade danach kam es ganz... Moment mal, wo ist denn das jetzt antisemitisch? Also
Ja, gut, weil Anne Frank und so, ja. Weil die heilig ist, aber der Spruch an sich war jetzt nicht gegen Anne Frank gerichtet. Also. Ah, das kann man schon so. Ist okay. Findest du? Ja, findest du? Ist tatsächlich, okay. Ja. Okay, tatsächlich. Okay, gut, finde ich nicht, aber interessant, okay. Viele verbale Anfeindungen, wenn ich irgendwo war, dass dieser Spruch benutzt wurde zum Beispiel oder dass halt Leute auf den Boden spucken oder dich beleidigen als Schwuchtel oder sowas. Du könntest ja auch einfach in eine Großstadt ziehen, warum machst du das denn nicht? Weil sich dann hier nie was verändern wird. Wenn alle Personen, die irgendwie moderne, tolerante, weltoffene Ansicht haben, in Großstädte ziehen, dann werden die Kleinstädte immer so braun bleiben, wie sie es aktuell sind oder wie sie gerade drohen wieder zu werden. Ich bin zurück in Gera bei den Reichsbürgern. Ein Zehntel der Szene gilt als gewaltorientiert. Prinz Reuß und seine Anhänger sollen sogar einen bewaffneten Umsturz geplant haben. Die Bundesrepublik. Ich muss da immer noch lachen über diesen Ravioli-Putsch mit diesen Ü-70 ja. Leuten, ey. Herrlich, herrlich. Also, mit ein bisschen Fantasie angenommen, also wirklich angenommen, die hätten jetzt den Reichstag gestürmt, alle da umgebracht und dann? Was dann? Ja, was dann? Also, hätten die dort übernachtet mit ihren Ravioli-Dosen? Also, dann wäre das GSG 9 gekommen und die Bundeswehr hätte die alle erschossen und das war's. Yeah. Ganz ehrlich, mir können doch auch die ganzen linken Medienmacher nicht glauben machen, dass sie das selber ernst nehmen. Also, dass sie sich davon ernsthaft bedroht gefühlt haben. Aber der eine, der war Polizist? Also, ja, was sollen denn 10 Leute machen? Also, das ist unfassbar. Ich meine, also, jetzt denken wir uns mal das krass. Na gut, jetzt wird man mir das so auslegen, als würde ich jetzt zu irgendwas aufrufen vielleicht. Aber denken wir uns das mal trotzdem, das krasseste Szenario aus. Was könnte der 10 Leute machen? Die können vielleicht eine Art Amoklauf starten. Ja. Weißt du, können, was weiß ich, wichtige Politiker killen. Aber trotzdem, und dann? Dann sind halt die Politiker tot, dann werden die 10 Leute eingeknastet, erschossen beim Polizeieinsatz, wie auch immer. Dann rücken 600 neue nach aus den Parteien. Ja, eben. Und dann geht das Leben weiter. Ja. Eben, also, und wir können da wirklich nicht diese ganzen Journalisten weismachen, dass die glauben, das wäre anders. Also, dass sich da einer wie im Film so hinstellt, was weiß ich, der hat jetzt Olaf Scholz neben sich und hält ihm auf den Kopf, so, Olaf Scholz stirbt, wenn ihr nicht das und das macht. Ihr gebt mir jetzt erstmal 10 Milliarden Dollar und übrigens greifen wir jetzt Polen an und pipapo, weißt du? Ja, und die BRD ist eine GmbH. Löst sie wieder auf. Ja, löst sie wieder auf, genau. Also was, ja. Es ist halt wirklich auf dem Level von diesem Neonazi aus den 90ern, der gesagt hat, 10 Panzer mehr und wir hätten den Krieg gewonnen. Ja, das ja, genau. Das ist so lächerlich, so unfassbar. Und so auf dem Level, diese Aussage ist ganz lustig, die du gerade zitiert hast, weil so genauso auf dem Level sind auch übrigens diese Chatgruppen gewesen von diesen Leuten. Ja, da müssen wir mal dorthin und dann stürzt mal die, weißt du, das ist genau so eine Aussage wie von wegen 10 Panzer mehr, wir hätten es geschafft, solche Sachen. Umsturz geplant haben. Die Bundesrepublik Deutschland verfügt über keine Verfassung. Und wer sagt, die Bundesrepublik Deutschland ist ein souveräner Staat, Sätzen 6, nichts kapiert. Nach außen wirkt alles friedlich hier, aber die Reden sind radikal. Jetzt kommt der nächste Flaggenaufzug. Welche Flaggen sind das denn? Von den 25 plus 1 Bundesstaaten. Ich glaube, die vorderen, das müssen sogar die von Reuß sein, hier aus Gera. Um ehrlich zu sein, es ist schwer für mich zu verstehen, was wie besser werden soll in den Augen der Leute, die hier auf die Straße gehen. Da stimme ich sogar zu. Also ich wüsste nicht, was, wenn die jetzt wirklich hier mit den Finger schnipsen könnten, was da besser werden würde. Da hätten wir da so einen Flickenteppich aus Kleinstaaterei. Hm. Ja. Ich kann damit nichts anfangen, mit diesem Gelaber. Nee, ach Quatsch, ich ohne. Also, das sind auch tatsächlich gerade hier so die Bilder, die sie haben wollen, die nützlichen Idioten. Also hier so eine Reichsbürger-Demo, da haben sie jetzt hier das goldene, gefundene Fressen, finde ich. Also, das gibt deutlich mehr Met für die, als so die Freien Sachsen und die Mutterspaziergänge, die sie bis eben hatten. Ja. Dann spricht mich ein Mann an. Ich möchte, dass dieses System, dieses korrupte System, was wir in dieser Bundesrepublik haben, endlich der Vergangenheit angehört. Das korrupte System. Wer ist denn korrupt? Alle. Das geht ganz oben los. Man hat es gesehen zur Corona-Pandemie, zur Corona-Diktatur hat man gesehen, wer profitiert. Er erzählt mir die Geschichte, dass die Menschen nichts mehr sagen und nicht mitbestimmen dürfen.
Er wird keinen führen. Helge Ministerpräsident, in Sachsen wird er Herr Kretschmer Ministerpräsident bleiben und so weiter. Es sei denn, es gibt andere Mehrheiten. Zum Beispiel in Sachsen, wenn dort zwei, drei Parteien sich zusammentun, ja, aus der Mitte, nicht aus der linken Mitte. Es gibt eine linke Mitte und eine rechte Mitte? Es gibt eine Mitte und es gibt links und rechts, wie es schon immer gegeben hat. Das ist halt so. Also absolut vernünftiger Mensch. Wo war jetzt der Skandal? Ja, wo war jetzt das Skandal? Mit dem konnte man absolut vernünftig reden. Also ja. Auf was er gesagt hat. Also ich bin ja normalerweise immer der Meinung, auf solchen Demos, redet bloß nicht mit den Reportern. Macht das bloß nicht, weil meistens die Leute, die mit den Reportern reden wollen, das sind halt die übelsten, ganz ehrlich, sorry, ich muss leider so sagen, Dullis, die halt sich überhaupt nicht artikulieren können, die links und rechts die Schlagwörter bringen, die genau hören wollen in Medien. Als solche, der hat das richtig gut gemacht. Ganz ruhig, hat hier seine Punkte gebracht, in einer ganz ruhigen Art, die waren auch überhaupt nicht skandalös formuliert oder so. Also, das fand ich gut. Ich finde, ehrlich gesagt, das ist sogar noch Wasser auf deine Mühlen, weil er hat sich gut geschlagen, ja? Mhm. Und trotzdem haben sie ihn ja so zusammengeschnitten, dass er komisch rüberkommt. Also, er hat halt Corona-Diktatur gesagt und so, weißt du? Das will halt so der Nomi nicht hören, dass das so war. Und im besten Fall ist er mit plus minus null bei dem Zuhörer rausgegangen, ja? Aber wahrscheinlich doch trotzdem, obwohl er sich gut geschlagen hat, eher negativ. Und das ist übrigens auch so ein typisches Y-Kollektiv-Ding. Das ist mir nämlich auch gerade aufgefallen. Ich spule jetzt nicht zurück. Du erinnerst dich vielleicht an diese Reportage über den Antifeminismus, über antifeministische Frauen auf TikTok, Instagram, Pipapo. Ja. Erinnerst dich? Ja. Genau. Und da der große Skandal oder Skandal in Anführungszeichen, was denen halt viel vorgeworfen wurde, den Machern von dieser Doku, war, dass sie Leute interviewt haben und dann haben die was gesagt und dann haben die ihm oft gesagt, sie sagt das und das. Weißt du? Und für mich ist das nicht nachvollziehbar. Und hier war es jetzt übrigens ganz genauso. Sie hat gesagt, er erzählt mir von so und so. Weißt du? Stimmt, ja. Es war genau dieses Ding. Da war der Schnitt dann, genau. Ja. Genau, anstatt dass er selber erzählt, redet sie drüber, er erzählt mir davon. In dem Fall hier muss ich aber tatsächlich sagen, fand ich es gar nicht so schlimm, weil das Gespräch halt wahrscheinlich länger ging. Ja. Aber trotzdem, die haben sich damit schon mal sehr in die Nesseln gesetzt, da müssen sie vorsichtig sein bei Kollektiv. Okay, wir machen weiter. Ist das hier die Mitte der Bevölkerung? Das ist ein großer Teil der Bevölkerung, von alt bis jung, über Rentner, über Konservative bis Spinner, das ist halt so. Aber wir tun ja niemand was. Wir sind ein friedliches Volk. Aber wenn es jetzt Volk wäre, hier so viele Leute sind ja jetzt hier auch nicht heute. Ja gut, viele sind halt auch schon im Kommen. Ach so. Später höre ich Reden von ihm auf YouTube. Wolfgang Schmiedl nennt die Bundesregierung darin eine wohlstandsverwahrloste Sekte. Er spricht von grünem Terror und Ratten, die in ihre Löcher zurück sollen. Das ist für mich... Ja gut, also dieser Rattenspruch, den hat man auch ganz prominent im Talkshow-Format gehört. Also... Ja, vor allem von linker Seite, um das jetzt mal zu sagen. Zum Beispiel, wo es gegen Ungeimpfte ging. Also, und jetzt will sie sagen, für mich klingt das nicht nach friedlich oder so. Moment. Zurück sollen. Das ist für mich nicht friedlich, sondern voller Hass. Das ist für mich nicht friedlich, sondern voller Hass. Also, Alter, was ist los? Hast du Demenz oder was? Ja. Nee, sie hat einfach Doppelmoral. Ah, ich hab schon reden von ihm gesehen, der tritt bei den Freien Sachsen auf. Die parteifreie Sachsen wurde während Corona... Der tritt bei den Freien Sachsen auf, das ist ein Hetzer. So, jetzt kommen noch die Freien Sachsen. Die sind gesichert rechtsextrem. Bestimmt. Die, von denen du sagst, die finde ich super gut. Und bei Martin Kummer finde ich ja super gut. Und die parteifreie Sachsen wurde während Corona gegründet und fordert unter anderem einen sogenannten Sexit, den Austritt Sachsens aus der Bundesrepublik. Ich habe mal bei der Stadtverwaltung in Gera nachgefragt, warum diese Veranstaltung hier stattfinden darf. Und die haben wir auch... Weißt du, ganz ehrlich, jetzt wäre es doch mal wirklich interessant, irgend so einen Typen von den Freien Sachsen sich zu nehmen und zu fragen hier, was stellt ihr euch noch den Sexit vor, warum ist das so? Und dann auch mal kontrovers reinzufragen, ob das den Sinn ergibt und ist das nicht zu kurz gedacht und so weiter und so fort. Wenn man denn Interesse daran hätte. Ja, so? davor haben die halt massiv Angst, weil dann könnten halt Leute ernsthaft drüber nachdenken. Es könnte Nachahmer geben, ja. Ja. So, jetzt wird's interessant. Sie hat gefragt, warum dürfen die demonstrieren? Warum ist das so in der Demokratie? So, was? Aha. Wir werden hier gerade gefilmt. Ja, hallo? Warum filmen Sie mich? Ich filme genauso wie Sie auch. Ah ja.
Und das hassen diese Leute vom Y-Kollektiv oder generell von den Öffis. Also wenn die könnten, würden die wahrscheinlich diese Filmaufnahmen per Handy rückgängig machen, prinzipiell. Also als Technologie. Ich weiß tatsächlich nicht, wie es ist. Du hast ja schon das Recht am eigenen Bild. Also ich weiß, dass es so ist, zum Beispiel datenschutzrechtlich, wenn du ein Bild hast, wo weniger als 7 Personen zu sehen sind, dass du dann irgendwie erwirken darfst, dass das nicht veröffentlicht wird oder so, weißt du? Aber ich glaube, sobald du auf einer öffentlichen Veranstaltung bist, greift das alles nicht mehr. Ja, weil gut, du dann selber Person des öffentlichen Interesses wirst. Und wahrscheinlich zumal, wenn man ein Reporter ist. Wenn man sich selber mit einer Kamera hinstellt, richtig mit Kamerateam, so wie die es machen. Wenn dann ein kleiner Typ hier mit Handykamera sich da hinstellt, ja. Kann man machen. Ich treffe die Versammlungsbehörde der Stadt Gera ihre Entscheidungen auf Grundlage des Grundgesetzes, der Thüringer Verfassung sowie des Versammlungsgesetzes. Ja, also das Grundgesetz erlaubt, dass Menschen demonstrieren, die das Grundgesetz gar nicht haben wollen. Oh, ist das herrlich. Junge. Also wie sie sich gerade ernsthaft beschweren will über das Grundgesetz und die wollen uns den ganzen Tag was von Demokratie erzählen. Also ihr scheißt doch auf Demokratie, ganz ehrlich. Ihr wollt doch einfach nur, dass eure Parteien durchgedrückt werden. Alles andere ist euch doch scheißegal. Also wirklich. Ja. Merken die das eigentlich selber? Also ich bin wirklich überrascht, dass sie das drinne gelassen haben. Also ich hätte das rausgeschnitten. Richtig, also das ist wirklich mal wieder richtig schlecht, diese Doku. Das ist richtig gut, das ist richtig lustig. Der Clip hat übrigens auch so 50-50 da oben nach unten. Also ihr könnt auch gern helfen, das weiter zu drehen. Ein Widerspruch, den die Demokratie aushalten muss. Laut Verfassungsschutzbericht gibt es in Deutschland ca. 23.000 Reichsbürger. Nach Gera sind sie auch mit Bussen angereist. Alter, 23.000 bei 83 Millionen oder 85 Millionen. Auf jeden Fall. Junge. Also, wie viele ich versuche das mal schnell zu googeln. Das ist islamische ja nicht mal, warte mal, das ist ja nicht mal 1%, ne? Was ist denn das? Das ist doch gar nichts. Ja, das ist schon echt wenig. Hier zum Beispiel, islamistische Szene in Deutschland sind 27.480 Personen. 2022. Ah, ist ja tatsächlich ähnlich. Ich hätte tatsächlich gedacht, das wäre viel mehr. Islamistische Szene. Ich hätte gedacht, Faktor 10 mehr tatsächlich. Ja. Wobei man wahrscheinlich. Na gut, nee, ach, ich will den Punkt jetzt gar nicht bringen. Egal. Na ja, okay, gut, du setzt halt Gefährder mit diesen Reichsbürger. Ja, liest gleich, ne? eben, ich mache jetzt so einen typischen Whataboutism tatsächlich von rechts. Also, was ist mit den anderen? Ja. Jakob entdeckt AfD-Stadträte und bekannte Gesichter. Da steht auch der König von Deutschland da mit dem Zopf. Körperverletzung und Beleidigung. Dafür stand Peter Fitzek vor Gericht. Er hat seinen eigenen Fantasiestaat gegründet. Ja, und ist er verurteilt worden oder was? Also. Ja, interessanter Punkt. Er stand halt vor Gericht, ja, cool. Er stand vor Gericht. Na und, ja, wir haben in Deutschland immer noch ein Rechtssystem. Da gilt man unschuldig bis zur Anklage. Also wurde er denn verurteilt, meine ich? Ja. PS, ich mag den Typen nicht, aber. Ich kenne ihn gar nicht tatsächlich. Kennst du den? Also ich habe irgend so eine Reportage mal gesehen, wo er da so ein riesiges Grundstück hat mit 12 Untergebenen und wo er da so mit so einem Schwert da so einkrönt. Es war halt cringe as fuck, aber. Okay. Also die Frisur ist schon cringe as fuck von dem. Er sieht so ein bisschen aus wie Arno Dübel. Also wenn man so einen Haaransatz hatte, dann darf man einfach keine langen Haare mehr tragen. Das ist kriminell. Und wird auch vom Verfassungsschutz beobachtet. Vielleicht kennt ihr ihn schon aus unserem Y-Film Kein Reich, kein König, keine Sekte. Schon wieder die nächste Guck-Empfehlung. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Nee, danke. Andere drohen mit einem Anwalt. Wir kennen unsere Rechte trotzdem noch. Somit ist dieses Interview für uns beendet. Die Medien sind... Und das ist jetzt der Skandal? Ja, dass die Leute nicht mit euch reden. Wahnsinniger Skandal. Oh je, und oh zu Recht. Und siehste, die haben die auch verpixelt dargestellt, ne? Also verschwommen. Ja. Er hatten scheinbar auch Schiss. Zu Recht. Ja. Ihr Feindbild. Sie hetzen, sie spalten, sie gehen gegen uns, sie diskreditieren uns. Jakob achtet nicht nur auf die Reden, sondern auch darauf, wer sich hier trifft. In seinem Blog schreibt er später, dass auch Personen, die in Verbindung zu der verhafteten Gruppe um Prinz Reuß stehen sollen, anwesend waren. Ein paar Meter weiter, Gegenprotest. Das Aktionsbündnis... Gegen Protest Chen, oder? Also.
Oh Gott, oh Gott. Ich will vielleicht noch mal kurz auf die Arbeit von dem Typen hier zurückkommen. Ganz kurz, wir geben uns noch mal den Satz. Moment. Ja. Wo um Prinz Reuß stehen sollen, anwesend war. Moment, ich muss noch mal weiter zurückmachen, sorry. Jakob achtet nicht nur auf die Reden, sondern auch darauf, wer sich hier trifft. In seinem Blog schreibt er später, dass auch Personen, die in Verbindung zu der verhafteten Gruppe um Prinz Reuß stehen sollen, anwesend waren. In seinem Blog schreibt er auch, wer sich trifft. Und da frage ich mich, ich frage mich nur, also ich will dem jetzt nichts hier reinlegen. Mhm. Aber es gibt ja nun mal tatsächlich zum Beispiel bei Corona-Demos oder so, oder bei generell rechten Demos, auch Pegida war das so, wirklich Antifa-Gruppen, die, also Fotografen, die halt einfach nur Fotos von allen Leuten machen und die dann irgendwo auf eine Seite stellen, von wegen, und die dann für vogelfrei erklären. Weißt du, von wegen, hier sind Nazis, kloppt die zusammen, wenn ihr die seht und so. Und am besten werden da noch Namen gesammelt. Und ich frage mich nur vorsichtig, ob das bei dem vielleicht ähnlich ist, ob er da einfach quasi hier jeden fotografiert oder ob er wirklich, wie er meint, eher journalistisch tätig ist. Und ich bin vorsichtig. Also, ich meine, ich bin generell bei dieser ganzen Doku sowas von fucking vorsichtig. Wir haben hier diesen Ocean Hale mit diesem Antifa-Plakat, Plakaten überall in der Wohnung und Good Night, White Pride. Und ja, ich bin natürlich total gegen Gewalt. Logisch. Mhm. Und jetzt kommt hier der Nächste an. Also, ich bin da sehr vorsichtig. Ich bezweifle es fast, dass er hier nur gute Absichten hat. Ja, ich verstehe den Punkt definitiv. Ich mag auch dieses Kontaktschuld-Argument, was hier gekommen ist. Er beobachtet Leute, die mit Prinz Reuß in Verbindung stehen sollen. Also der Konjunktiv, und selbst wenn das so ist, ja, und? Was haben sie gemacht? Also. Ja, ja. Anstrengend. Ein paar Meter weiter, Gegenprotest. Das Aktionsbündnis Gera gegen Rechts trommelte in den sozialen Medien. In der Tageszeitung stand es auch. 50 Gegendemonstranten bei rund 1000 Reichsbürgern. Ein Missverhältnis, wenn ihr mich fragt. Also so ein Großteil der Menschen in Gera, die befassen sich nicht so mit Politik oder die haben nicht so wirklich Haltung. Und ich habe jetzt schon von so vielen Leuten gehört, dass sie von diesen Montagsdemos total genervt sind, weil es jedes Mal ein übelster Krach ist, wenn die durch die Straßen ziehen. Aber trotzdem sieht man halt meist immer nur dieselben Leute auf diesen Gegenprotesten. Ich weiß nicht, was passieren muss, damit zu sagen, okay, jetzt muss ich mich richtig engagieren hier. Aber ja, das ist immer ein bisschen wenig. Aber das ist doch eigentlich so der grüne Ohrschleim oder der linke Ohrschleim. Man ist der Underdog. Weißt du, du kämpfst gegen die böse, verschworene Mehrheit für die richtige Sache. Das ist doch eigentlich perfekt. Das Problem ist halt, dass die wirklich nicht Underdogs sind. Also, wir hatten das ja in der ersten Folge schon. Wofür sollten die auf die Straße gehen? Ach nee, es war am Anfang dieser Folge. Also, warum sollte sich halt jetzt ein Linker hier auf die Straße stellen? Jede Woche. Die haben dafür keinen Grund, weil die halt an der Macht sind. Deswegen gehen sie auch nicht zu Gegendemos. Weil, ganz ehrlich, das ist doch auch keine ernstliche Bedrohung, die Leute hier. Also, ja, richtig, ja. Und deswegen geht auch keiner zu Gegendemos, weil das kein Schwein als eine Bedrohung sieht. Also, wenn überhaupt eine Bedrohung, ist vielleicht noch im parlamentarischen Betrieb die AfD. Deswegen hatten diese großen AfD-Demos gute Besuchszahlen, weißt du? Mhm. Weil da auch die Linken begreifen, das ist tatsächlich eine Gefahr. Aber hier das ist auch einfach nur Spaßveranstaltung. Also, für beide Seiten. Also ich würde sagen, höchstens zur Hochzeit von Corona gab es so eine Dynamik, wo das dann jede Woche mehr geworden ist. Ja. Das war ja so eine Bedrohungslage, wo dann halt auch Druck vom Kessel genommen wurde. Hm. Aber alles andere ist, wie du beschrieben hast, ja. Ja, das war eine interessante Zeit so. Also da wurde es dann mal Woche zu Woche mehr. Dann waren da teilweise echt 2000, 3000 Leute auf der Straße in Dresden, wo wir waren. Das war schon cool. Ja. Später wird die Polizei zwei Verstöße gegen das Versammlungsgesetz vermelden und drei Straftaten. Verfassungsfeindliche Musik und Zeichen wurden registriert. Jakob hält alles auf seinem Blog fest. Geld verdient er damit nicht. Fakten online, bewusst ohne Paywall. Nach der Demo geht er auf Umwegen nach Hause, damit keiner genau weiß, wo er wohnt. Aber wir filmen seinen Hauseingang. Zurück in Waldheim, wo Ocean Hale gegen rechts außen demonstriert. Bevor wir uns ein letztes Mal treffen, spreche ich Steffen Ernst, der hier seit 15 Jahren Bürgermeister ist. Weil ja Waldheim auch schon lange in der Presse ist, dass hier montags eben auch Rechte, auch zum Teil Rechtsextreme, aber auch Menschen, die einfach mitlaufen, wahrscheinlich demonstrieren und sich ja seit ein paar Wochen, Monaten ja auch Gegendemonstrationen gebildet haben. Und genau, und ich hatte Sie ja gefragt, ob wir uns einfach dort treffen, und da hatten Sie gesagt, Sie wollen nicht dorthin. Warum? Ja,
erstmal eine gute Frage. Wir haben jeden Montag schon ordentlich ein Polizeiaufgebot bei uns auf dem Markt. Und letztendlich stehen sich dann die zwei Gruppierungen gegenüber. Ich sehe mich dort als Bürgermeister, muss ich sagen, weder links noch rechts aufgehoben. Gemeinsam mit anderen organisiert er eine eigene Veranstaltung für Demokratie, um die Mitte zu erreichen, die, wie er sagt, montags nicht kommt. Auch würden die Montagabende das Image der Stadt beschädigen. Wenn Sie heute hier angekommen sind, dann sehen Sie, dass bei uns, denke ich, die Infrastruktur, gerade die Gastronomie und auch der Einzelhandel noch gut funktioniert für so eine Kleinstadt. Und das wollen wir uns natürlich auch dringend erhalten. Und gerade die Montagabende tragen nicht positiv dazu bei. Ist denn sich für Demokratie engagieren schon links? Nein, dann bin ich ja auch links. Ne? Aber wir dürfen nicht vergessen, dass, und jetzt ziele ich nochmal auf Ihre Frage ab, dass ich anfangs sagte, es geht nicht um die bunten Bären, es geht nicht um die Omas gegen rechts, es geht vielleicht auch nicht direkt um die AfD, die ja in Waldheim letztendlich auch vertreten ist, genauso im Landkreis, sondern hier geht mir es als Bürgermeister darum, dass wir nicht zu sehr ins rechte und zu sehr ins linke Spektrum abrücken, durch die Gäste, die natürlich dann auch montags hier mit vor Ort sind. Also er ist der Holger Kreimeier, der Bürgermeister, oder? Wahrscheinlich, er ist tatsächlich auch er ist übrigens FDP-Mitglied. Ja. Hat mit 58,6% die Wahl gewonnen. Zum Bürgermeister im Jahr 2022. Ich habe das mal schnell gegoogelt. Ja, ich finde, er macht das ganz gut, muss ich sagen. Ja. Also er versucht halt wirklich irgendwie den Ausgleich zwischen allen Positionen zu schaffen. Genau, genau, absolut, absolut. Also ich finde ihn tatsächlich ganz sympathisch auch. Was ich hier interessant fand auch, ich habe da eine Pause gemacht, wie das Interview losging. Und zwar hatte die gesagt, die Tante, hier spazieren Rechtsextreme und Rechte. Und Leute, die einfach nur mitgehen. Also hatte ich das Gefühl, irgendwie hat die ihren eigenen Punkt vielleicht sogar ein bisschen abgeschwächt, um ihm zu entgegenzukommen, weil sie halt weiß, dass er von der FDP ist, dass sie halt ihm nicht halt mit den übelst harten, kranken linken Talking Points kommen kann. Weißt du, von wegen, alle, die hier auf der Straße sind, sind Rechtsextreme und Nazis. Ja, stimmt. Das ist, ja. So nehme ich auch das ganze Interview wahr. Genau, ich fand, die hat irgendwie zwei Gänge zurückgeschaltet. Ja, genau, das meint. Genau das. Ja. Genau das. Und er gibt dir ja trotzdem irgendwie gut Paroli, so mit diesen links, rechts, was willst du von mir? So. Genau. Ja. Und auch das hat er ganz interessant gesagt, ja, da müsste ich ja auch links sein oder so, genau, aber ist er genau, nicht, weil er in der FDP ist. Also ja, der macht das schon ganz gut. Also der ist mir sympathisch, der Mann. Mhm. Aber Sie haben ja letzte Woche auch zum Beispiel der AfD ja auch ein Interview gegeben. Oh nein. Also, wenn auf meinen Obermarkt in Waldheim genehmigte Parteien den Wahlkampf durchführen, wenn ich gehe als Bürgermeister vors Haus, dann gehe ich hin und sage guten Tag. Weil ich denke, das gehört sich, ob das der Linken, der Rechten, ob das die CDU sind. Was heißt rechts? Ich meine jetzt AfD. Draußen bei den... Auch da, interessant. Ja, das ist immer wieder bei dem, ja. Ihm ist das selber aufgefallen, auch, dass dieser Begriff rechts, worüber wir jetzt schon öfter gesprochen haben, dass er halt auch so ein bisschen demosiert ist. Ja, was heißt rechts? Ich meine AfD. Also ich persönlich sage halt mittlerweile, ich stehe dazu. AfD ist rechts und ich bin rechts und gut ist. Also, Ich denke, da wird noch viel Wasser die Elbe runterfließen, bis das normalisiert leider, ist. Leider ja, aber ich meine, so muss man es angehen, bin ich der festen Überzeugung. Also du musst selber den Begriff verwenden. Ja, hast recht. In bunten Perlen haben sich rund 50 Leute versammelt. Dreimal so viele auf der Gegend. Ich habe gut geschätzt, ja. Ist schon, ja, eigentlich traurig, dass wir weniger sind, aber es ist immer. Also trotzdem komme ich und freue mich, dass ich da sein darf oder da sein kann. In der Stadt laufen beide Seiten direkt aneinander vorbei. Und das alles. Und dann gab es die Massenschlägerei. Oh, warte. Nichts ist passiert. Scheinbar nicht. Hm. Also, es ist wirklich, was für eine Bedrohungslage wollt ihr uns darstellen? Da rennen ein paar Leute lang und auf der anderen Seite stehen Leute. Also, das ist doch eigentlich so Vorzeigebild von Demokratie, wenn man ehrlich ist. Stell dir mal ein Fußballspiel vor, wo so zwei übelst verfeindete Ultra-Blocks da aneinander vorbeilaufen. Ja, ja. Also da hätte die Polizei keine Chance, da noch reinzuspringen, bevor die dritte Halbzeit beginnen, sinngemäß. Auf jeden. Linksradikale? Absolut gar nicht. Also nein, also ich selber bin auch kein Linksradikaler, ganz und gar nicht. So gesehen, nee. Also ich glaube, das sind ganz normale Menschen. Ne? Kommen aus vielen verschiedenen Ecken hier aus der Region. Ich freue mich, dass doch ein paar Leute gekommen sind und vor allem, dass alle das Quiz so schön mitgemacht haben, ist natürlich cool zu sehen. Klar gab es ein paar Zwischenrufe von der Gegenseite, die sind aber irgendwie auch relativ schnell verstummt, hat man irgendwie mitgekriegt.
Ich hoffe, dieses Quiz und die darin enthaltenen Zitate konnten euch klar aufzeigen, welche Ziele die rechtsextremen Parteien AfD und Freie Sachsen verfolgen. Kommt im Alltag mit Mitmenschen ins Gespräche, klärt sie mittels solcher Zitate über die wahren Absichten rechter Parteien auf und überzeugt sie, wählen zu gehen. Nur bitte demokratisch. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bravo. Ich bin froh, so viele Engagierte getroffen zu haben. Ihnen geht es darum, dass jeder so leben darf, wie er möchte. Und alle nehmen ein persönliches Risiko in Kauf. Mir ist eins klar geworden. Ein persönliches Risiko? Nochmal, die Doku hier ging eine halbe Stunde. Ihr habt irgendwie gar nichts gebracht an krassen Bedrohungen oder Angriffen, die es mal gab oder so. Also das Einzige war am Anfang so hören, sagen, ja, im Internet werde ich bedroht. Und dann, ja, ich wurde geblendet. Also mir hat einer an die Kamera geblendet auf einer Demo. Und die Bedrohungslage ist tatsächlich, dass hier Leute langgehen. 100, 200, 300 Leute jeden Montag. Und spazieren. Also, ja, und der Blogger muss halt Umwege laufen. Der arme Blogger muss Umwege laufen, ja. In Zeiten wie diesen reicht es nicht mehr aus, sich in der Masse zu verstecken. Ihr findet jetzt schon unsere neueste Reportage in der ARD Mediathek. Scannt dazu einfach den QR-Code auf eurem Smart TV oder klickt einfach. Das war's. Also das Schlusswort hat mich jetzt so richtig an den Volkssturm erinnert. Das tut mir wirklich leid. So diese, es reicht nicht mehr aus, sich in der Masse zu verstecken. Komm auch du an die Front und werd ein Held. Junge, was ist denn das hier? Ja, okay. Nice. Also, mich würde sehr interessieren, wie uns den Zuschauern das hier gefallen hat, diese Reportage von Y-Kollektiv. Ich vermute mal genauso schlecht wie uns, aber vielleicht fand ihr es tatsächlich besser. Ich fand es auf jeden Fall unterhaltsam. Also, ich hatte hier wieder Spaß. Ich freue mich immer, wenn Y-Kollektiv was postet. Ich habe die ja auch abonniert, deswegen. auch Spiegel, Monitor, den ganzen Mist. Ich meine, da kommt das neue Met, das ist immer schön. Im Spiegel ist auch so ein Garant, ja. Also macht weiter so, weil Kollektiv immer wieder gerne. Ja. Mit eurer harten Arbeit. Genau, rendert mal das nächste Video fertig. Wir freuen uns drauf. Ja. Und damit bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.